desert. Oh, Tarzan. Oh, wie cool. Also, wir sind in der Wüste angekommen. Stimmt, die gab es auch noch. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was könnte es sein? Das könnte die Savanne sein. Das könnte eine Tiger sein. Zählen eigentlich Berge? Na gut. Wir haben Lapis. Terrakotta. Da kann man ja auch noch mal so schöne Sachen draus machen. Wir kriegen da bestimmt noch mehr Hasen. Oder? Oh. Was ist schon wieder mit uns los? Wir sind schon wieder übermüdet. Wieso? Na gut, gehen wir schlafen. Mit. So. Oh, Lamas. Die müssen wir aufheben. Ich frage, ob wir denen ein eigenes Gehege machen oder... Ob wir die zu den anderen Pferchen... Ich bin ja fast der Meinung, man sollte das Ganze vielleicht schon erweitern sogar. Weil wir haben doch mittlerweile ganz schön viele Tierchen. Wir haben mittlerweile wirklich sehr viele Tierchen. Wir haben vielleicht mittlerweile ein bisschen zu viele Tierchen. There is no such thing as too much. Oder too many. Ich weiß auch nicht. Ups. So, ihr Schnuppels. Ich werde euch mal hier rausholen. Da. 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 Ne. So, jetzt habt ihr ein bisschen mehr Freiraum. Und habt ein bisschen mehr Freilauf und, Wir brauchen die Erde sowieso noch. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann Kakteen. Ich bin sehr gespannt. Warum sieht der Tropenbaum hier so komisch aus? Was ist denn das hier für ein Biom? Overworld. Also das ist mir klar. Trotzdem ist die Frage, warum der hier so braun aussieht. Okay. So. Also. Wir haben recht viel Eisen. Aber. Nee, reicht noch nicht. Ich hoffe nämlich immer noch auf ein Anvil. Wie heißen die? Und den haben wir schon. Wann sind die gewachsen? Okay. Ja. Da wachsen die. Hallo? Geht's gut? Ja? Okay. Okay, genau. Die Lamas, die brauchen ein Zuhause. Ein schönes Zuhause. Ich wusste nicht, dass es Lamas in der Wüste gibt. Gut zu wissen. Okay. Das sind brave Lamas. Ja. Okay, warte. Was machst du hier? Ah, ich mit dem Arsch hier reinschieben. Oder rausschieben. Was ist das? Wollte ich noch nicht zureiten. Diese Lamas sollen frei sein. Oh, sehr gut. Vielleicht machen wir das einfach mal so. So, Kakaobohnen brauchen wir nicht. Die können wir verwursten. Hier. So. Mal gucken. Jede Menge Lapis. Also es lohnt sich mit dem Lapis zumindest schon wieder. Okay. Das wird noch lustig. Ich glaube, Sand und Keramik... nee, die Keramik nicht, aber den Sand, den packen wir... Die Sand, so die Arten packen wir auf jeden Fall zusammen. Die packen wir zusammen. Ich hätte ja gerne Silk Touch.
Aber haben wir nicht. Okay. Drei. Haben wir ein extra gekriegt, das ist gut. Das heißt also, wenn das nächste Mal ein wandernder Händler kommt. Oh. Was hast denn du da? Was hast du da? Er hat doch irgendwas an der Schnauze. Was, Kohle? Kohle kannst du haben, das ist nicht das Problem. Den müssen wir dann erstmal irgendwie gleich einfangen. Zu viel Zeug. Ich würde ja sagen, wir packen den zu den anderen, oder? Wir hauen den zu den anderen Füchsen. Das Ding hier muss weg. Genau, du rennst da lang. Einmal. Auf. Und das ging ja schnell. Füchse gibt's also in der Wüste. Okay, gut zu wissen. Oh, richtig. Und trinken. Trinken, ganz wichtig. Das gilt auch für euch, ne? Leute, das ist jetzt ein Aufruf, dass ihr euch jetzt was zu trinken holt. Oder was trinkt, wenn ihr schon was da habt? Wir müssen uns ausruhen. Unsere Energie ist sehr weit runter. Irgendwas wollte ich doch noch Birke haben, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wofür. Naja. Ich glaube, der kleine Fuchs hat Kohle in der Schnauze. Sieht's aus? Oh Gott, die Vögel da hinten. Ach, ist das schön. Apropos Erde. Das ist ja schon wieder um eins gewachsen, ne? So. Au! War ich gerade nicht drauf gefasst. Ups. So. So. Ah, stimmt, die Kekse haben wir ja auch noch. Also Essen haben wir wirklich genug. Er hat's genug. Das hier. Mal so rein. Ist eigentlich ein Baublock. Und kein Platz mehr. Oh, haben wir keinen Platz mehr. Das ist doch gemein. Die, wenn wir noch nicht brauchen, die können wir eh noch nicht benutzen. Irgendwas, was wir hier haben, was wir wegräumen können. Manchmal könnte die ganzen Holzarten mal wegräumen. Oder den Sand. Oh, erstmal den Sand. Terrakotta. Machen wir ein andermal. Der Sand kann erstmal raus. Bringen wir erstmal den ganzen Sand raus. Den Sand hier hin. So. Ganz schick. Halt. Ja.
So, für Erde brauchen wir gar keine eigene Kiste anfangen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Euer Gehege kommt noch. Keine Sorge. Oder wir machen es doch so, dass wir dann hier praktisch eine Katzenklappe einfügen. Jetzt machen wir hier eine Treppe. Mal gucken. So. Wir haben einfach viel zu viel Zeug. Es ist wirklich cool, was der in der Schnauze hat. Oh. Ich schon wieder, du Blöde! Das hätte beinahe schon wieder geklappt, diese blöde Haufe. Au! Also Leute, merken, wenn ihr dieses Modpack spielt, ihr seid gerade dabei, das Feld zu überarbeiten. Räumt eure Schaufel ins Inventar, damit ihr nicht versehentlich Erde abbaut. Habe ich hier natürlich ein Loch. Und das Loch ist ein Problem. So. Ein Blutmond. Yay! Ich will mich ja endlich mal mit ein paar Monstern anlegen. Wie wäre es, wenn wir das denn hier so machen? So. Die Lichter bleiben. Aber hier drüben ist es jetzt hoffentlich dunkel genug, dass da eventuell was spawnt. Wir werden auch, sofern ich noch habe, nicht wirklich. Problem. Gar kein Problem. Wir kriegen das hin. Kann es sein, dass wir auch sowas wie Jahreszeiten haben? Weil sonst sind die Bäume doch immer grün gewesen. Was ist da los? Aber eins. Gut, kein Problem. Wir müssen eh erweitern. Das macht ja auch überhaupt nichts, weil Baumfarm und so ist schon wichtig. Und das war's. Wir haben schon wieder kein Holz mehr. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Mechaniken des Blutmonds mit dem des Blaumonds vertauscht haben. So, wir haben jetzt ganz viele Körner. Das heißt, irgendwas klang hier übrigens gerade nach einem Enderman. Ich weiß gar nicht was. Als ob sich hier ein Enderman teleportiert hätte. So. Auch gemeine, dass man direkt vor den Hühnern. Oh!
als was. Es ist ein Skelett und ich habe keinen Bogen. Ach, nicht auf mein Feld. Ja, das hatte ich befürchtet. Okay. Also hier ist was gespawnt. Das ist ja schon mal schön. Wie kommst du hierher? Oh nein. Oh. Will ich noch mehr Knochen oder... Da. Okay. Warum ist da was gespawnt, aber nicht hier drüben? Da steht das einer. Das versteht mal einer. Au. Ich hoffe ja auch immer noch, dass wir Süßbären kriegen irgendwann. Okay, warte mal. Wir brauchen Fisch. Wir müssen jetzt mal wieder eine Katze einfangen. Und wir brauchen noch ein bisschen Glas. Wo ist mein ganzer Fisch hin? Ah, hier. Ein paar Glasscheiben. Eine reicht. So. Hey. Hier, komm. Da ist noch gar nicht so weit, dass du da rein darfst. Okay? Ich weiß, ihr wollt raus. Das kann ich gut verstehen. Aber es ist noch nicht so weit. Okay? Ist noch nicht so weit. Ja. Na hier. So, dann kommt das erstmal in die Offhand. Sorry! Was macht ihr denn auf sowas? So. Ja. Will ja hier nur... Damit ist das alles erledigt. Wir haben Glas überall. Oh, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich hatte schon Angst. Ich hatte wirklich schon Angst, dass uns schon wieder einer abhaut oder so. So, mal gucken. Mal das erstmal wegräumen. Kohle können wir später noch brauchen, aber das können wir erstmal wegräumen. Die wollte ich noch beibehalten. Und die Samen heben wir uns auf für die Vögel. Können wir noch essen? Hm. Ja, aber wir können immer welches machen. Das ist kein Problem. Wir müssen mal schlafen. Warte mal, es ist Blutmond. Wir können gar nicht schlafen. Never mind. Wir werden völlig übermüdet sein am nächsten Morgen. Aber was soll's? Diamant. Hi. Na, warte. Oh, Akazienstämme. Haben wir die auch? So, wir können jetzt theoretisch auch einen Zaubertisch benutzen, sofern wir dann irgendwann mal einen haben. Aber dazu bräuchten wir erstmal Obsidian. Und dafür brauchen wir Lava oder... Hallo. Oh. Da solltest du gar nicht hin. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ups. Hübschen? Du bist nicht bei meinen Hühnern, oder? Er ist bei den Kühen. Nein. Nein. Füchschen? Dahin. Nein. Du gehst auch nicht zu den Hasen. Guck, da drüben ist ein... Oh, watch out. Oh, nee, Quatsch. Barbie, raus. Wo denn? Er ist draußen. Okay. Nein. Nein. Nein, 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 du gehst da rein. Du gehst da rein. Wo ist der Fuchs? Wo ist er hin? Hat einen leichten Anflug von Panik. Da ist er. Wo ist er hin? Jetzt runtergefallen? Ah ne, da drüben ist er. Okay. Das ist okay. Wenn ich das jetzt so mache,
ist er eingesperrt. Hallo Roger. Hallo, wie geht's? Wo ist unsere Erde? Achso, da ist er. Oh, sorry, ne? Oder können wir den so, wie er ist, anleihen? Das ist jetzt die Frage. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da ist er. Hallo, kann ich dich anleihen? Ich kann dich anleihen. Oh! Hi! Dann können wir das hier wieder abmachen. Ja. Und dann kommst du jetzt mit. Ja. So einfach ist das. Na komm. Ah, ups. Nein. Falsche Richtung. Da geht's lang. Da drüben. Ja, nee, da geht's nicht lang. Hm? Wo es doch gebraten ist? Scheinbar nicht. Leute? Warum? Okay. Egal, Hauptsache sie hauen uns erstmal nicht ab. Rückverfrachten können wir sie immer noch. Uah. Mir geht's auch soweit ganz okay. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen backe ich Kekse mit einer Freundin. Wir erweitern gerade unser kleines Katzenterritorium hier. Wir haben noch mehr Ozzalotzes. Wir haben so wahnsinnig viele Ozzalotzes. Ich glaube, wir haben so um die 13. Wenn nicht sogar mehr. Also, ein paar davon habe ich auch versehentlich vermehrt. Und mittlerweile haben wir halt auch Füchse, wie man hier sieht. Aber die blöden Viecher wollen hier nicht zurück in ihr Ding. Also müssen wir jetzt wieder nachhelfen. Hey, jetzt mal. Los hier. Los jetzt, Lumpis. Los. Los. Nee! Okay. Einem Tausch von zwei ist schon okay. Hi, Creed! Was platschst du so? Ach ja, und einmal gestorben sind wir heute schon wieder. Oh nein. Meine Güte, was ist denn hier los? Ungezogene Tierchen. Nein. Los. Komm mal aus der Ecke raus da. Was ist da los? Wir sehen die Vögel, ja? Ach, endlich. Ups. Weg vom Eisbären, der beißt. So, der hat Kohle. Wir haben ja alle irgendwas, ne? Ich bringe euch ja Hühnchen, ist ja kein Problem, aber bitte raus aus der Ecke da. Ach, sind die nicht süß? Genug Mensch gewesen für den Tag, ich möchte jetzt bitte abgeholt werden. Oh, so schlimm schon. Und lass dir schmecken, Tiger. Oh, so. Die hätten wir. Ui. Was ist denn da los, Creed? Warum so gestresst heute? Ach ja, wir haben noch ein freilaufendes Lama. Das müssen wir noch einpacken. Also wieder in die Box verfrachten, wo es hingehört. Und ja, ich spare tatsächlich auf einen, Envil, wollte ich sagen. Wie heißen sie? Sechs Dias, das ist eine Menge. So, dann können die Leinen erstmal weg. Oh, warte. Nee, warte, stimmt nicht. Die Leinen müssen nicht weg. Eine brauchen wir noch. Weil das Lama dort. Oh ja. Oh.
Nein, 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 nein. Genau. Aus dem Weg, aus dem Weg. Die K.O. Kugel abhauen. Ah. Ja. So. Amboss? Ja, wir sparen drauf. Wir sparen drauf. So, ich muss erstmal ein paar Sachen noch nach oben bringen. Oder das ganze Terrakotta mal woanders hin. Nee, wir müssen warten. Also, für einen Amboss haben wir noch nicht genug. Amboss, Zeit für einen Kaffee. Na dann, gönn dir. Ich hab ja vorhin schon gesagt, ihr sollt was trinken, Leute. Trinkt. Trinken ist wichtig. Oh, wir haben 2 Overgrown Chests. Okay. Geh mal ganz kurz was herstellen und was wegbringen und machen tun. So, wir haben hier ja den ganzen Sand und Sandstein. Und wir brauchen was da? Dann müssen wir nochmal runter. Und ja, wir haben es heute geschafft, einen Kuchen zu backen. Ich bin ganz stolz auf uns. Und der Panda ganz einsam in der Ferne. Oh. Mal gucken. So. Aber es gibt wohl keine Pandas mehr. Hm? Da haben wir Dinge geregelt, über die wir neulich geschrieben hatten. Oh. Aber zumindest sind sie geregelt. Das heißt doch hoffentlich, dass da nichts mehr großartig kommt. Und du dann ab jetzt deine Ruhe hast. Ist ein Villager! Wir haben einen Villager! Und ich bin nicht vorbereitet! Und natürlich wird er ein Bauer. Oh, Weizen kannst du haben. Das ist doch gar kein. Der hat Kartoffeln. Aber wir haben. Nee, Quatsch, der will Kartoffeln, aber wir haben keine. Mir wäre es lieber, wenn du was anderes nimmst. Oh. Aber. Wir haben einen Villager. Der braucht ein Bett! Der braucht ein Haus! Wir müssen aufpassen, dass der nicht runterfällt. Der Kuchen ist hoffentlich keine Lüge. Naja, also es ist ein Pixelkuchen und ich könnte ihn essen. Ja. Und satt macht er auch. Fall uns bitte nirgendwo runter, okay? Ich besorge den Bett. Wo ist die Schere? Wo ist die Schere, wenn man sie braucht? Da. Ja, ich besorge dir ein Bett. Nicht runterfallen. Alles nur das noch. Ich würde ihn gerne sehr lange behalten. Mal gleich mal ein bisschen mehr Wolle hier. So. Nur für alle Fälle. Wir haben einen Villager. Bin beeindruckt, ehrlich gesagt. Du kriegst eins aus Akazienholz. So. Wohin verfrachten wir den denn jetzt? Wir haben gar kein Haus für ihn. Wir haben für uns ein Haus, aber nicht für unseren Villager. Vielleicht hat er ja nichts gegen Katzenhaare. Mach ich mal ganz kurz hier in die Ecke. Dankeschön. So, dann kann der sich hier. Kann sich der Villager hier breit machen zwischen den ganzen Katzen. Unsere 1000 Katzen, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, aber dass wir einen Villager haben, ist echt. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt. Ich bin hin und weg. Ups. Der wird uns auch alles durcheinander bringen. Also, dann macht's nichts. Dann macht uns das nichts. Ist alles gut. Hauptsache, er fällt uns nicht runter. Das ist wirklich die absolut größte Hauptsache. Hauptsache, er fliegt nirgendwo runter und bricht das Genick oder so. Oder fällt halt ins Bodenlose. Das ist, oh Gott, ich bin gar nicht auf den Villager vorbereitet, Mann.